Jo, hi, zurück zu Sherlock Holmes. Wir haben letztes Mal, ich glaube, ich habe auch einen schicken Anzug an, ne? Ja, ist besser. Wir hatten das letzte Mal dieses Buhl-Turnier gewonnen und wollten da eigentlich jetzt mal schön hinfahren und unseren Preis abholen. Mal gucken, ob das hier jetzt als Location noch da ist. Genau, in der Club. Die Statue war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Ups. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns Lestrade. Ab. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich. Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Upsi. Wirklich? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Berater sei, Ihr ergebener Assistent. Ach, also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue, und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam. Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden. Als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Ja, das machen wir doch. Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Also, da ist noch reichlich Potenzial. Lass uns mal kurz gucken hier. Wir gucken uns erstmal den guten Vogel hier an. Ach du Schande. Das ist nicht gesund. Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Okay, ein Mäppchen oder Initial. Was ist da? Steht da drauf? ZG, ne? Ja, das ist sein Zeug. Kriegen wir es auch auf? Oh, drehen. Zzt. Richtig ergiebig ist es nicht. Naja, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen heißer. Mach mal auf. Irgendwie geht nicht, wa? Was ist das? Eine Brieftasche oder? Nicht so heiß, ne? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas, was wir nutzen können. Whoop. Nee, komm. Achso, muss man draufklicken. Okay, danke. Es hat eine Stunde gedauert. Das Geld wurde nicht genommen. Okay. Also man hat die einfach gechillt, weil es so ist. Und auf der Uhr steht die Uhrzeit. Die ist kaputt gegangen. Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Mach mal auf. Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Okay, 10 vor 9 ist es da. Was hat er hier? Die ganzen Sachen liegen. Grace, die Ergebnisse. Ups, Entschuldigung. Was diese wolltest du Abbildungen sagen? Stellen Maya-Symbole dar. Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Das ist alles das Maya-Zeug, ne? Ja. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay. Dem geht's nicht gut. Upsi. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt.
Greystoke hat das wohl getan. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. Erinnert mich an diesen Harpunier-Fall. Wenn man das Dorf glaubt, war dieser Maya-Kalender der Grund für den Mord. Tja, wenn man ihm glaubt. So, kann was ich gibt's helfen, Neues? Mr. Holmes? Nö, wenn du nichts erzählen hast. Also Clubhaus wollen wir auch noch angucken, ne? Ist wohl klar. Spuren von Metall auf Stein. Ein Teil der Befestigung der Statue. Haben sie verschoben oder was? Wo stand die denn vorher? Das sind Teile des Podests. Also hier stand Statue weg und so weiter. Oder wie soll man das jetzt sehen? Ja, ist nicht so einfach. Okay, gehen wir mal ins Clubhaus trotzdem. Also, ich weiß nicht, was sie meinten mit Mauer, ob der jetzt hier irgendwie über die Mauer müsste. Das könnte man ja nochmal gucken. Hier rüber, genau. Was für eine tolle Saison. Das Befestigungseisen ist kaputt. Na gut, die haben das Ding irgendwie runtergezogen, Spuren oder was? Spuren von Metall auf Stein. Die Fläche ist beschädigt. Die Statue hat sich offenbar von ihrem Podest gelöst. Okay, was haben wir jetzt hier gesagt? An der Mauer. Was sagt die Polizei? Wissen Sie irgendetwas? Psst. Kratzer auf dem Stein. Ein zerbrochener Ast. Jemand ist auf den Baum und dann über die Mauer gesprungen. Über die Mauer, okay. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Kommen wir hinter die Mauer? Ich weiß nicht. Okay, schauen wir uns im Clubhaus um. Ist jetzt eigentlich überhaupt nicht nur klar, wer er ist. Clubmitglieder haben Zutritt. Ja. Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Wollt ihr mich denn veräppeln? Okay, also über die Mauer da hinten, so einfach kommt man da wohl nicht hin. Nur Clubmitglieder haben Zutritt, ich weiß nicht, was man davon halten soll. Muss mal oben rein. Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes! Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Tekun Umman wegrennen. Ah, Tekun Umman. Mhm. Schauen wir uns das Vögelchen mal an. Schlechte Qualität, okay. Annual Meeting ist ein... Was immer Harrison ist. Ich weiß es nicht. Ist das eine Einladung oder ein Flugblatt? Taschen groß. Ich sag mal...
Sozial aktiv. Okay, lass mal weiter gucken. Er ist schon politisch aktiv, würde ich mal sagen. Also sind die Knöpfe unterschiedlich? Nee. Okay, war beim Militär, ist verheiratet. Oder was? Ja. Lass uns nochmal überlegen. Der ist hier in so einem Club und bla bla, ist politisch aktiv, sozial aktiv. Könnte sein, oder? Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Kannten Sie das Opfer? Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er ist... er war ein Clubmitglied und exzellenter Bootsspieler. Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Genau. Oh, ich weiß nicht. Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben, außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Okay, das haben wir also. Kriegen wir, was ist ein Durchsuchungsbefehl? Müssen wir mal fragen, ob Lestrade uns den ausstellen kann, oder? Lestrade, give me Durchsuchungsbefehl, Mann. Und was ist mit der Statue? Bisher unklar. Ich denke, der Dieb hat sie mitgenommen. Irgendwie. Wer auch immer da zu Werke gegangen ist, war gut ausgerüstet. Oh, scheint so. Apropos dann gibt Ausrüstung. Es da noch Sir Charles' Version. Aber... Fahren Sie fort. Er sagte, er sei alleine an seinem Schreibtisch gesessen, als er einen Schrei hörte. Er ging hinaus und sah Greystoke am Boden liegen und... Ob Sie es glauben oder nicht, er sagt, auf dem Grün sei in der Nacht sonst niemand gewesen, außer der Statue selbst, die davonrannte. Sie meinen, die Statue könnte die Tat begangen haben? Interessant. Interessant? Eher absurd, würde ich wohl sagen. So wie Ihre eigene Version, meinen Sie? Ach komm, lässt mir doch wohl sicherlich mal einen sehr freundlichen Durchsuchungsbefehl geben können. Bescheid, Bildings. So, was sehen wir denn hier? Das hilft uns alles nicht. Kratzer auf dem Stein. Okay, Lift Button. Nö, das ist nicht eins. Eins ist sicherlich Sequenz ansehen, aktivieren, aktivieren. Schwing. Okay, das ist natürlich später. Und der Typ sieht ihn ja natürlich wegrennen, ne? Also nochmal, die erste... Und das ist Nummer 1 hier. So, aktivieren nenne ich als 4. Okay, wir müssen das hier hinten alles nochmal deaktivieren, sorry. Das ist falsch und das ist auch falsch. Oh, also, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3.
Ja, und das ist Nummer 4. Und das da hinten ist dann Nummer 5, oder? Er sieht das. Nein, ja, das war zu spät. Das ist ja klar, okay. Das ist natürlich logisch, weil er da hinten muss jetzt alles normal machen, bitte nicht. Ah, shit. Also, du bist 1. 1. 2. 3. Ach, shitty. 3. Ah, nein, das war nicht gut. Nein. Also mal, du bist 2. Du bist 2. So. Und du bist 3, dann ist er da hinten 4. 3. 4. Und 5. So, schauen wir uns die Sequenz an. Greystoke wurde offenbar angegriffen, als er sich dem Kalender näherte. Und wurde durch den Speer der Statue von Tekun Uman getötet, die vom Podest sprang und über die Mauer floh. Ja, hört sich komisch an. Was sagt Lestrade dazu? Nun, Mr. Holmes, was denken Sie als mein Berater? Meine Folgerungen ähneln den Aussagen von Sir Charles. Meine Güte, Sie denken, die Statue war es? Es deutet alles darauf hin, dass der Speer vom Podest ausgeworfen wurde und Mr. Greystoke den Täter nicht bemerkte. Bestimmt. Die Journalisten werden ihre Version lieben, Mr. Holmes. Ich würde gern das Opfer und seine persönlichen Sachen untersuchen. Ja, Sie haben mich immerhin zum Lachen gebracht. Also gut, ich erlaube Ihnen die genannten Untersuchungen bei Scotland Yard, aber nicht mehr. Was ist denn mit dem Durchsuchungsbescheid? Ich dachte, ich könnte das mal jetzt erwirken. Okay, dann fahren wir mal hin, oder? Ich muss mal eben kurz gucken. Was haben wir hier? Das ist nur Scotland Yard, genau. Und wir haben, untersuchen Sie die Leiche von Zachary. Ach so, bei Scotland Yard. Okay, dann machen wir das kurz. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Watson. Sie finden die Leiche des Opfers liegt bereits im Autopsieraum. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Ja, lass uns mal hingehen. Also hier sind die persönlichen Sachen drin. Ne? Mach mal auf. Flip. Ah, Maya-Kalender ist auch da. Okay. So, was hat er denn hier? So Symbole. Oh, Chaka, Chaka, Chaka. Greystoke hat bereits einige Symbole übersetzt. Okay, muss gleich mal durchlesen. Das Geld wurde nicht genommen. Wissen wir? Ein einfacher Stift. Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Ja, danke. Und den Kalender darf ich nicht angucken? Doch. Der Maya-Kalender. Endlich kann ich ihn... Kann da sicherlich irgendwas Abgefreaktes drauf machen. Umdrehen. Ah. Okay. Man müsste jetzt das natürlich gegen die Dinger... Interessant. Was sind das für Symbole? Ich muss sie abzeichnen. Mit diesem Wörterbuch könnte ich die Kalenderglyphen übersetzen. Das sind die Symbole, die sich auf dem Maya-Kalender befinden. Das sind Greystokes Notizen. Damit müssten wir die Maya-Nachricht entschlüsseln können. Okay, also, lass mal durchgucken. Was ist das da? So ein komisches Kästchen Hundi, drei Löcher dort.
Das da, ne? Verflugkrank. So, 2 ist da oben, hat da oben so ein Ding ins Kirchen, müssen wir gucken. Das hier, ne? Ja. Verflucht sein und so weiter. Was ist denn auswählen? Also 1, nee, 2 auswählen, hier auswählen. Okay, nee, 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 nee. Moment, trotzdem beenden. Nein, nein, nein. So. Ach so, das kann man machen. Okay, sein. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, also das auswählen. Verflucht. Verflucht sein. Die, der, die, das oder sowas, ne? 3 ist jetzt diese Kringel hier. Das da, oder? Ja. Alle. Alle. Flucht sein, alle bösen Menschen. So, 4 ist dann das Ding. Und sieht aus wie... hier ist nicht. Da oben. Oh. Verflucht sein alle. Finden vielleicht. Finden sie bla bla bla. Mal kurz gucken. Dann haben wir so eine Art Pseudo-Elefant oder was das ist. Da ist er. Heilig erleuchtet. Ach, das kann doch alles sein. Sagen wir mal heilig. Findet. 6. Heiliger Tempel wahrscheinlich, ne? Tempel 7. Das ist eine Art Hand. Da, ne? Sterben! What? Hä? Habe ich es jetzt übersehen? Wo ist es denn? Da ist es. Sind das immer so Gegensätze? Irgendwie macht das im Moment auch keinen Sinn, ne? So, das Ding. Oh, habe ich es da eben weggeblättert? Moment. Nee. Da ist es. Meisterstatue. Ich sag mal Statue, ne? Okay, 10 ist das hier, so eine komische Brille, wenn man so will. Na. Auch rot. Statue auch, alle töten. So, 11. Bisher habe ich überhaupt keinen Clou, was das ergeben könnte. Lass uns mal gucken, was das dann, wo wir dann noch variieren können. Hä, wo ist denn das Ding?
Ah, da unten war es. Shit. Weiter geblättert. Ah, zack. So. Gnade finden, ne? Was könnte es jetzt sein? Verflucht sein alle entweihen heiligen Tempel. Sterben verschlossen. Warte mal. Ach komm. Außergewöhnlich oder Meister. Verschlossen lebendige Statue. Auch göttliche Gnade finden. Aha, verflucht. Also nochmal, soll es einen Spruch ergeben? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, ne? So, heilig und Tempel passt, ne? Verflucht sein alle entweihen heiligen Tempel, ne? So wird irgendwie. Entweihen heiligen Tempel. Sterben lebendige Statue außer göttliche Gnade finden. Hä? Sterben lebendige Statue lebendig. Moment, na, sterben? Moment, ne, was? Verflucht seien alle entweihen heiligen Tempel, sterben lebendig Statue auch göttliche Gnade finden, ist doch gut. Vielleicht das. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Also verflucht sein, alle entweihen heilig Tempel. So. Sterben. Lebendig Statue. Außer vielleicht? Ach, nein. Ich denke, ich soll... Was solltest du? Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Die Details achten? Achso, Moment. Habe ich vielleicht irgendwie ein falsches ausgewählt? Nein, nicht beenden. Verflucht seien alle entweihen heiligen Tempel, ne? Also verflucht seien alle, die den heiligen Tempel entweihen, würde ich mal sagen. Sterben, lebendige Statue, außer göttliche Gnade. Außer. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Kommt das immer abwechselnd oder? Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ich habe noch keine Idee, ey. Wie soll das gehen? Nein, ich will es nicht überspringen, ich will das rausfinden.
Also ich spiele noch mal ein bisschen rum und vielleicht kriege ich es ja noch raus, aber das Ergebnis zeige ich dann in der nächsten Session, okay? Also, bis dann. Ciao.